Bist du Content Creator und hast zum Beispiel einen YouTube-Kanal oder einen Instagram-Account oder bist auf TikTok aktiv, dann musst du dir die Frage stellen, ob deine Tätigkeit eine freiberufliche Tätigkeit oder eine gewerbliche Tätigkeit ist. Woran du das festmachen kannst und wie du das Ganze herausfinden kannst, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und die Frage, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist, die muss sich jeder Selbstständige beantworten. Bei Content Creatern ist die Frage aber gar nicht so einfach und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das ganze Thema Freiberuflichkeit versus Gewerbebetrieb für Content Creator in diesem Video vertiefend betrachte. Schauen wir uns doch zunächst erstmal an, was ist eigentlich ein Gewerbebetrieb? Und da schauen wir mal einfach ins Gesetz rein, da ist das Ganze nämlich definiert und da steht geschrieben. Gewerbebetrieb definiert als selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, die aber keine freiberufliche und sonstige selbstständige Tätigkeit oder eine Land- und Forstwirtschaft sein darf. Man kann zusammengefasst also sagen, dass alles Gewerbebetrieb ist, außer es ist freiberuflich. Und das macht das Ganze tatsächlich relativ einfach, weil was als freiberuflich gilt, ist auch ziemlich genau definiert. Freiberufler sind zum Beispiel die sogenannten Katalogberufe. Wer das genau ist, auch das steht im Einkommensteuergesetz und zwar in § 18. Und als Katalogberuf gilt zum Beispiel der Beruf von den Ärzten, Rechtsanwälten, Architekten, Steuerberater, Journalisten und so weiter. Aber nicht nur dein Beruf sagt aus, ob du Freiberufler bist oder nicht, sondern auch die Art der Tätigkeit. So ist zum Beispiel auch freiberuflich eine Tätigkeit, die unterrichtend ist oder künstlerisch oder wissenschaftlich und so weiter. Das heißt auch, dass was du tust, kann dazu führen, dass du freiberuflich bist. Wir wissen jetzt also, was freiberuflich ist und wir wissen auch, dass alles, was nicht freiberuflich ist, automatisch Gewerbebetrieb ist. Das Problem ist, als Content Creator lässt sich das gar nicht so genau trennen und dieses Geschäftsmodell als Content Creator ist irgendwie schwer greifbar. Nehme ich mich selbst mal als Beispiel. Ich drehe Videos über Steuern, die unterrichtend sind. Das heißt, ich bringe in meinem Video etwas über Steuern bei und du kannst bei mir etwas lernen. Das heißt, ich habe eine unterrichtende Tätigkeit und das wäre ja freiberuflich. Das Problem ist, ich werde für diese unterrichtende Tätigkeit ja gar nicht bezahlt, weil diese Videos sind kostenlos verfügbar und ich bekomme mein Geld aus ganz anderen Gründen. Ich bekomme ja Geld im YouTube-Partnerprogramm, weil vor und nach den Videos Werbung ist. Das heißt, ich werde gar nicht für meine unterrichtende Tätigkeit vergütet, sondern einfach nur dafür, dass ich Reichweite habe. Was ich in dem Video mache, was denn dafür sorgt, dass du dieses Video anklickst, das ist nicht mein Geschäftsmodell. Mein Geschäftsmodell ist Reichweite gegen Werbeeinblendung. Das heißt, mein Geschäftsmodell ist nicht so wie bei einem Lehrer, sondern eher wie bei einer Litfaßsäule. Und eine Litfaßsäule ist ein Gewerbebetrieb und ein Lehrer wäre freiberuflich. Das heißt aber, mein Geschäftsmodell, wenn ich hauptberuflich Videos machen würde, wäre eher gewerblich und nicht freiberuflich. Und dieses Prinzip von diesem Beispiel gilt für fast alle Einnahmequellen von Content-Creatern. Es ist vollkommen egal, ob du ein Geld bekommst aufgrund von Partnerprogrammen oder Produktplatzierung oder Reflinks, also Affiliate-Programm oder eigene Produkte oder was auch immer. Diese Tätigkeit ist immer Gewerbebetrieb. Das heißt, du bekommst deine Einkünfte immer aufgrund einer gewerblichen Tätigkeit und zwar deiner Reichweite. Auch wenn du in deinen Videos künstlerisch, unterrichtend oder wissenschaftlich aktiv bist, was ja durchaus sein kann, ist dein Geschäftsmodell aber Reichweite und Werbedienstleistung. Und dadurch sind die allermeisten Content-Creator Gewerbetreibende. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, man kann das Ganze nicht pauschalisieren. Es gibt auch Ausnahmen, also leider oder zum Glück, je nachdem, wie man es betrachtet. Wenn ich zum Beispiel unterrichtende Videos produziere und nicht von YouTube mein Geld beziehe, sondern diese Videos lizenziere oder verkaufe an irgendwelche Nachhilfeschulen und so weiter und die nutzen das, um dann zu unterrichten, dann verdiene ich Geld mit meiner unterrichtenden Tätigkeit und dann kann das auch dazu führen, dass meine Videoproduktion freiberuflich ist. Das heißt, man muss da wirklich jeden einzelnen Fall separat voneinander betrachten. Und auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich habe einen Kommentar zu dem ganzen Thema schon unter einem unserer letzten Videos gefunden. Und zwar, wenn deine Haupttätigkeit freiberuflich ist, dann führen ein paar Videos und ein paar AdSense-Einnahmen auch nicht automatisch dazu, dass deine gesamte Tätigkeit plötzlich ein Gewerbebetrieb ist. Also wenn ich beispielsweise Maler bin und Bilder male, dann bin ich künstlerisch tätig und dann ist meine Tätigkeit eine freiberufliche Tätigkeit. Wenn ich jetzt einen Vlog dazu mache, wie dieses Bild entstanden ist oder die Hintergrundstory erklärt und ich nutze dieses Video, um mein Bild zu bewerben, damit ich das verkaufen kann oder einen höheren Preis erzielen kann, dann führt das Video nicht automatisch dazu, dass meine gesamte Tätigkeit ein Gewerbebetrieb wird, sondern dann ist meine Haupttätigkeit immer noch die Freiberuflichkeit und dann ist das Ganze auch immer noch eine Freiberuflichkeit. Das Ganze gilt übrigens auch für diesen Kanal. Steuerberatungstätigkeit ist ja eine freiberufliche Tätigkeit. Nur weil ich jetzt ein paar Videos auf YouTube veröffentliche, führt das jetzt nicht dazu, dass die gesamte Tätigkeit unserer Steuerberatung plötzlich zu einem Gewerbebetrieb wird. Wichtig ist, was ist der Kern des Geschäftsmodells? Und wenn der freiberuflich ist, kannst du auch ruhig ein paar Videos im Internet veröffentlichen oder einen Instagram-Kanal betreiben.
Wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist auch, du kannst deine Selbstständigkeit auch aufteilen. Das heißt, du kannst auch einen Gewerbebetrieb und eine Freiberuflichkeit parallel voneinander betreiben. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen YouTube-Kanal betreibe und einen TikTok-Kanal habe und einen Instagram-Kanal habe und darüber halt gewerbliche Einkünfte habe und jetzt tritt ein Buchverlag an mich heran und fragt mich, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte über mein Thema. Eine schriftstellerische Tätigkeit ist grundsätzlich nämlich auch freiberuflich. Das heißt, ich könnte jetzt in diesem Fall parallel zu meinem Gewerbebetrieb, also meine Influencer-Tätigkeit, einfach noch eine freiberufliche schriftstellerische Tätigkeit anmelden und darüber alle Einnahmen aus dieser schriftstellerischen Tätigkeit haben. Das geht, das kann man durchaus trennen. Du solltest aber, bevor du deine Selbstständigkeit jetzt in zwei Teile trennst, genau durchrechnen, ob sich das Ganze lohnt. Vielleicht sparst du ein paar Steuern, aber du hast jetzt doppelte Arbeit. Du musst zwei Buchhaltungen machen, du musst zwei Gewinnermittlungen machen und du musst in der Regel auch mehr Steuererklärungen machen. Das heißt, du hast auch mehr Aufwand. Deswegen solltest du wirklich genau betrachten, ob sich das Ganze für dich eigentlich lohnt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und so ein bisschen Licht in das ganze Thema bringen. Wenn du dazu noch Fragen hast oder deine Situation ganz abgefahren ist, dann schildere uns deine Situation doch einmal unten in den Kommentarbereich und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir denkst, dass du dich da gar nicht selber durcharbeiten möchtest, sondern gerne Steuerberater hättest, der sich um diese ganzen Themen kümmert, dann sind wir vielleicht auch der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und haben tatsächlich auch einige Content-Creator in unserem Mandantenstamm. Das heißt, wir kennen uns mit dieser ganzen Thematik ziemlich gut aus. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier und hier verlinke ich dir weitere Videos, die du dir auch gerne einmal anschauen kannst.